So, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Job startet. Und dann versuche ich auch, euch zu zeigen, wie man den Job meiner Meinung nach am besten kann. Ihr könnt mich dann auch gerne unterbrechen, wenn es nicht stimmt. Als erstes gehen wir hier auf Start. Online. Auf Jobs. Jobs hosten. Von Rockstar erstellt. Dann gehen wir auf Missionen und drücken wir das Steuerkreuz mal nach oben. Okay, falsche Richtung. Also vergesst es mit dem Steuerkreuz nach oben. Der zweite Punkt ist es schon, ein Job für einen Titan. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich habe bei den letzten Aufnahmen Probleme gehabt, da habe ich den Job nicht bekommen. In der Regel funktioniert es. Was da jetzt falsch gelaufen ist, weiß ich nicht. Jawohl, sehr schön, das hat funktioniert. Diesen Job kann man rein theoretisch auch schwer spielen. Machen wir Panzerung, Munition, füllen wir alles auf. Einstellungen bestätigen. Und dann können wir schon loslegen mit Spielen. Ich benutze dafür immer ein Scharfschützengewehr. Falls ihr keines habt, müsst ihr das vielleicht ein bisschen eurer Spielweise anpassen. Steigen wir ins Auto. Wieder Starttaste aktivieren und wir unser GPS. Und markieren uns eine Wegstrecke zum Flughafen. Dann hoffe ich mal, dass ich ohne größere Unfälle dort unten ankommen werde. Hier schon mal ein Schild mitgenommen. Na? Leicht angeklopft, aber ist ja nicht viel passiert. Ja, hupt ihr mal. Ich hab Vorrang, ich hab's eilig. Ich habe noch 2,5 Kilometer zu fahren. So, kurz den Autos ausweichen. Durch die Aufnahme habe ich einen leicht versetzten Ton. Also nicht wundern, wenn ich hier immer wieder bremse. Das bringt mich ein bisschen leicht aus dem Konzept. Ich habe leider nicht gerade 1:1 Ingame Sound, sondern durch die Aufnahme leicht verzögernden Sound. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, um in den Flughafen reinzukommen. Ich zeige euch einfach mal die hier. Ich markiere es euch auch noch kurz auf der Karte. Und zwar, das dürfte ungefähr hier sein. Gibt es eine Schanze, wo man drüber springen kann? Was vielleicht manche auch aus der Story von den Monsters dann zu erkennen. Ah. Wäre schön gewesen, wenn da jetzt nicht die Polizisten gelaufen wären. Die müssen ja schließlich nicht gleich über den Haufen fahren. So. Und jetzt sind wir schon auf dem Flughafen. Da vorne im Hangar steht der Titan, den wir klauen müssen. Also ich persönlich gehe immer so vor, dass ich hier das Auto erstmal querstelle. Aussteig. Mein Scharfschützengewehr auswähle. Und dann erstmal schaue, wen ich von hier alles wegholen kann.
Ah, der ist leider zu schnell aufgestiegen. Aufgestanden. Muss ich vielleicht vorsichtig sein, weil die Wachen kommen immer näher. Der lebt auch noch. Da kommen sie schon angelaufen. So, dann müssen wir die Waffe kurz wechseln. So, dann wechseln wir die Waffe wieder. Zoomen mal ein bisschen rein. Da haben wir noch einen. Ich sehe gerade, da hinten kommen noch mehr. Jetzt habe ich hier einen übersehen. So, dann waren doch da hinten. Jawohl. Die kommen auch langsam angelaufen. Bremsen wir mal ein bisschen aus. Ei, daneben. So, da stehen. Stehen auch noch welche. Also normalerweise im Schnitt sind es so 27 Gegner. Es kann aber variieren. Also wie gesagt, ich gehe hier immer mit Vorsicht ans Werk. Naja, wenn ich auch treffen würde, jetzt. Ich gehe hier mal ein bisschen mit Vorsicht ans Werk. Weil wenn man auf schwer spielt, so wie ihr das vorhin gesehen habt, wie ich es eingestellt habe. Und wenn man bedenkt, dass meine Rüstung jetzt schon komplett weg ist, nach dem kurzen Moment. Ist es einfach angebrachter, dass man vorsichtig spielt. So, die hätten wir auch. So, man sieht zwar keine mehr. Aber da stehen noch einige rum. Hier hinter dem Truck steht noch einer. Wir laden jetzt erstmal nach. So, in euer Inventar kommt ihr, wenn ihr jetzt hier auf der, wie ich, auf der Xbox den Back-Taste drückt, dann habt ihr hier euer Inventar. Und da könnt ihr dann die Panzerung aussuchen, wenn ihr da welche auf Vorrat gekauft habt. Das mache ich jetzt. Meine Panzerung wieder voll. Unter Snacks könnt ihr bei jedem Laden, den ihr auch überfallen könnt, Snacks und Nahrung kaufen. Und dann habt ihr hier den grünen Balken. Und wenn ihr jetzt hier ein paar Snacks esst, dann füllt er sich auch wieder auf. So, wechseln wir wieder auf die Waffe, steigen ins Auto ein. Und machen das jetzt hier taktisch und gehen ein bisschen näher ran. Ungefähr hier. Stellen uns ein bisschen so hin. Steigen wieder aus. Man sieht schon wieder ein paar rote Punkte aufgetaucht. Gehen wir in Deckung. So, da hätten wir den, was hinterm Truck steht. Hier oben steht natürlich auch einer. Der hat mich schon ein paar Mal überrascht. So. Das war's leider noch nicht, weil im Hangar stehen nämlich immer noch Leute drin. Werde ich einfach mal versuchen. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Normalerweise fahre ich dann immer in den Hangar rein. Das werde ich nachher auch machen, damit ihr seht, wie ich da sonst vorgehe. Aber einfach jetzt, damit ich mich jetzt nicht zu arg blamier, werde ich es einfach mal auf die Methode versuchen. Na, wo ist er denn? Ist ein Fuß von ihm? Ja, ist ein Fuß. So, der war weg. So, hinter diesen Containern stehen auch immer 2 bis 3 Soldaten rum. Ah, da ist noch einer. Wo ist der? Hier oben könnt ihr auch mal gucken, die variieren auch immer wieder, dass da mal jemand oben steht. Ja. Da ist er. Haben wir dich gefunden. Lass du auch weg.
Irgendjemand schießt auf mich? Wer und wo? Ach, da steht auch noch einer von den Bösewichten. Da ist er auch weg. So, dann wechseln wir jetzt auf diese Waffe. Und ja. Ah, da steht auch noch einer. Schreit mich hier blöd an. Ich hätte doch gar nichts getan. Nämlich noch nicht. Wo bist du? Da bist du. Ah, da steht. Ah, das müssen jetzt die von den Containern hinten sein. Ich hoffe, der steht jetzt auf, weil dann kann ich nämlich gleich nochmal eine geben. Weil die sind natürlich auch mit einer Schutzweste ausgestattet. Ah, da ist ein bisschen in Deckung. Jetzt ist er gestorben. Gut, dann fahren wir jetzt einfach mal in die Garage rein, weil sonst dauert es so lang. Also im Normalfall, wenn ich hier... Also ohne Maschinengewehr und ihr seid vielleicht zu zweit, alleine würde ich nicht empfehlen. Habe ich das am Anfang immer so gemacht mit einem Kumpel von mir. Sind wir hier reingefahren. Haben das Auto hier abgestellt. Und haben dann von hier alles aufgeräumt. Ja, da kann man nämlich schön hinter den Container in Deckung gehen. Hier schauen. Oder dann hier auf der anderen Seite schauen. Auf jeden Fall steht da vorne noch einer. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt schaffe, ohne zu sterben. Da hinten steht er. Das machen wir das einfacher. Sonst ist es ein ewig langes Hin- und Hergeschieße. Ah, nicht getroffen. Anders. Wir rennen da einfach mal ein bisschen näher ran. Gehen hier in Deckung. Ihr müsstet theoretisch auch alle schon Handgranaten haben. Und die schmeißen wir jetzt einfach mal darüber. Ja, die war ein bisschen zu kurz. Ein bisschen weiter schmeißen. Schade. Okay. Bevor das noch ewig dauert. Machen wir das so. Gehen hier hinter dem Truck in Deckung. Ah, Mist. Ich habe ich gar nicht gesehen. War das jetzt der eine? Oder haben wir hier noch einen? Ich weiß jetzt gar nicht. Was gesehen? Also wenn ihr zu zweit seid, kann auch ein Kumpel von euch so ein Jeep nehmen und in die Garage stellen. Das müsste funktionieren. So, den Truck müssen wir jetzt hier leider auf die Seite fahren. Sonst kommen wir mit dem Titan nicht raus. So, der wäre weg. Okay, scheint so, als ob wir alle erwischt hätten. Ja, ihr könnt euch jetzt die Zeit nehmen und das Geld von den Soldaten und die Munition aufsammeln, aber das mache ich jetzt nicht. Das wird es ja noch länger. So, dann steigt ihr in den Titan ein. Entschuldigung. Und dann, wie beim Autofahren, Gas geben, schaltet ihr den Titan ein und könnt Gas geben, damit er rausrollt. Und damit er dann abhebt, müsst ihr den linken Stick nach unten drücken. Den hebt er ab. Also den linken Stick nach unten ziehen. Und wenn ihr den linken Stick drückt, dann, ich hoffe, ihr habt es gesehen, fährt er das Fahrwerk ein. Und er fliegt ruhiger.
So, vielleicht kann ich es dann nochmal irgendwie zeigen. So, Fahrwerk raus. Und den linken Stick drücken. Fahrwerk rein. So, müssen wir aber fliegen, schauen. Nicht, dass wir noch hier abschmieren in der Aufnahme. Das wäre nämlich etwas peinlich. So, wie gesagt, das war alles jetzt auf schwer gespielt. Ich habe 2 Schutzwesten gebraucht, ein paar Snacks, das alleine. Zu zweit ist natürlich wesentlich einfacher. Aber wenn ihr jetzt keinen zweiten Mann parat habt, wie gesagt, ihr könnt das Spiel selber hosten, starten und ja, dann könnt ihr so loslegen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt so mehr die Taktiker seid, braucht ihr vielleicht eventuell nicht mal ein Scharfschützengewehr, sondern könnt ihr es mit einem MG oder mit einem anderen Gewehr machen. Wie gesagt, die Soldaten, was das beschützen, die sind auch gepanzert, die haben eine Schutzweste an. Also müsst ihr wahrscheinlich ein paar Mal öfters drauf schießen. So, also nicht wundern, ich weiß, aber der gelbe Punkt ist schlecht. Aber das ist der Sandy Shore Flugplatz und da fliege ich immer von dieser Richtung rein, damit ich das Flugzeug gemütlich ausrichten kann, damit ich nachher nicht den Stress habe mit der Landebahn. Und das leichte Lenken, das macht ihr mit RB nach rechts oder LB nach links. Da macht ihr so leichte Flugbewegungen. So, und dann müsst ihr jetzt eigentlich auch gleich auf den Flugplatz kommen. Ja, ich sehe ihn schon, ich bin leider ein bisschen zu weit in die Richtung. So, dann können wir hier das Fahrwerk wieder ausfahren. Gehen wir vom Gas runter. Und wie beim Auto bremsen wir leicht. Nicht zu steil anfliegen, sondern so sanft aufsetzen. Und dann immer wieder gebremst drücken. Es macht nichts, wenn der Flieger hier zwischendurch mal, ich zeig's euch mal kurz, hier anhält. Und die Propeller dann ausgehen. Normalerweise gehen die Propeller aus. Ihr könnt dann, wenn ihr die rechte Taste wieder drückt, wie beim Autofahren, nach vorne und könnt dann leicht rollen lassen. Ihr solltet halt auf dem gelben Punkt da vorne stehen bleiben. So, dann wären wir hier auf dem gelben Punkt. Die Mission ist vorbei, wir steigen aus. Und dann seht ihr mal, was ihr hier auf schwer verdienen könnt. Mission bestanden. So, 19.000 Dollar und 3.324 RP. Wenn ihr das zu zweit spielt, kann das ein bisschen mehr über 20.000 Dollar sein und 4.000 RP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir auch sagen, beziehungsweise in die Kommentare reinschreiben, welche Mission ich unter bestimmten Situationen spielen würde oder welche Taktik ich benutze. Ich kann auch gerne mal Taktik für euch rausfinden. Ich bin da flexibel. Also wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, was ihr gern hättet. Ansonsten werde ich hier wohl in nächster Zeit ein paar Missionen so mal durchspielen. Und wenn ich dann den Dreh raus habe, werde ich es mal reinstellen, wie ich das so mache. Alles klar, also in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch viel Spaß beim Spielen. Und freue mich, von euch zu lesen.